Ja, das, ich weiß jetzt ja nicht, ob man da wirklich so viel Augenmerk drauf legen sollte, irgendwie über die, ich sag's mal vorsichtig, Gesichtsanimation. Weil, Okay. wer weiß, im Englischen ist das wahrscheinlich irgendwie anders zu Ende betont worden, irgendwie. Oh, jetzt immer Nick. Nick haben wir ja gerade gesehen bei der Stärke. Genau, weil normalerweise es wäre ja auch so gewesen, dass der andere Nick mitgenommen hätte. Ne, das kann ja auch sein. Ja. Dass sich Hey, jetzt diese Vision darauf ich habe bezogen nichts zu hätte. essen gefunden. Die Küche ist geplündert. Deswegen hier Wodka. Verdammt, meine Tasche. Das ist für dich. Das war. Fuck. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles verschwommen. Schock. Wie geht es dir? Ja. Ja, wie geht es ihm? Mitfühlend. Wie geht es dir? Geht schon. Danke. Wie geht es dir? Komm, wir sind mitfühlend. Wir sind ja immer noch ein bisschen. Ne? Okay. Nick kann den Terminator Wie geht's töten. dir? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Dir geht's doch gut. Tut mir leid, ich wiederhole mich. Ich. Oh, dieser Eiertanz, ey. Schon gut. Ja, sie ist ein bisschen überfordert, irgendwie. Okay, sie sucht nach einem Funkgerät oder so. Wozu das, Da war noch eins in Mr. Edges Büro, also zum Schutz. Was ist mit dem Licht? Weiß nicht. Schon besser? Das wird schon wieder. Denke ich. Was wollen Sie zum Radioschuppen? Genau, das Telefon ist tot. Sie wollen von dort SOS senden. Wir ohne halten die Strom? Stellung. Wollte ich auch gerade fragen. So, ohne Strom geht es nicht? Geräusche ansprechen. Ja, also, oder? Ja, ne, oder? Ist dein Charakter. Habt ihr das auch gehört? Reaktionsschnell. Ich dachte, Dylan und Ryan wären schon weg. Wartet, ich sehe mal nach. Mach mal vorsichtig. Die ist viel zu gefährlich. Wer weiß, was da drauf ist. Das ist vielleicht gefährlich. Nicht viel vielleicht gefährlich. Ja, genau deshalb will ich nachsehen. Aber was wieder dafür sprechen würde, dass Nick sich verwandelt ist, dass er den Terminator töten könnte. Ja, das ist richtig. Oh, Emran sagt gerade irgendwie, er macht eine Runde Stranger Things und wird eine Runde Path of Exile zocken. Mach's gut, Emran. Danke, dass du da warst irgendwie und bis nächste Mal. Ciao. Tschüss. Okay, jetzt sind wir Caitlin. Und was passiert? Ja, obwohl Caitlin ist ja die exzellente Schützin. Ja. Da hoffe ich natürlich, dass sie besonnen agiert. Na, schauen wir mal. Die Taschenlampe kannst du natürlich ruhig trotzdem nutzen, aber schön langer Finger am Abzug. Ist doch immer noch über uns, oder? Die Geräusche? Ja, oder sind ja. Die. Ist in der zweiten Etage. Okay. Ruppel, ruppel. Hört man auch so ein bisschen das Geknister vom Feuer? Aber es ging Feuer an. Die ist doch gerade am Kamin vorbeigeschlichen, der war da aus, oder? Ja, aber ich hab's doch gerade knistern hören. Ja, ich hab's auch knistern hören. Achso. Ich weiß nicht. Vielleicht hat der in der ersten Etage eine Stuhltüte dabei. Oh nein, nicht er. Da ist der Terminator. Wow, was ist denn hier für eine Waffe dabei? Tadam, tadam, tadam. Tadam, tadam, tadam. Aber jetzt ist die Frage, ist er wirklich böse oder... Als ob er das nicht gesehen hat. Ja, bis jetzt war er uns eigentlich gut gesonnen irgendwie. Man handelt, also man denkt halt schon, man handelt sehr vorschnell jetzt aufgrund der Statur und weil er halt aussieht wie so die letzte. Ja, man hat so gewisse Vorurteile, leider. Ja, ja. Also, ich weiß nicht, ich würde jetzt vielleicht nicht aggressiv gegenüber ihm mich positionieren, sondern erstmal mal kurz abwarten. Finde sie und blute sie. Und meld dich danach, Bobby. Finde sie und blute sie? Ja. Na, finde sie und quasi beschmiere sie mit dem Blut.
Wer ist er? Bobby? Ist Bobby. Bobby. Er hat aber auch mal dicke Sniper dabei. Also. Ha. Ja, als ob der so blind. Also bitte. Wie man okay im Dunkeln ist manchmal vielleicht wirklich blöd, aber. Das würde er doch sehen, oder nicht? Und dann einfach hinter ihm so lang. Nein. Oh fuck. Wo zum Geier bist du, Bobby? Die andere Theorie ist, er kann nicht sprechen. Doch, er hat ja schon gesprochen. Ach so, hat er? Ja, ja. Aber wir haben jetzt die Waffe verloren. Das ja. Ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber... Was? Naja, ich habe gerade an den Anfang des Sommers gedacht, als wir uns kennenlernten und den Start des Camps und da der Sommer nun bald so vorbei in so einer Krise. Ich habe an den mich, Anfang des Sommers gedacht. Noch mal wiedersehen, weißt du? Wollen wir uns nochmal treffen? Sorry, Nick, was hast du gesagt? Du kannst dich doch an den Film Blair Witch Project erinnern, ne? Irgendwie. Ja. Es gibt doch die These irgendwie, dass. Die ja immer mehr Stress und immer mehr Stress und immer mehr Stress wurden irgendwie. Und es Stimmen gab, die sagten einfach, es gibt so einen einfachen Stressabbau irgendwie in diesem Zelt. Und ja. Okay. fiel mir gerade mal so ein irgendwie. Es könnte manchmal so einfach sein. Naja. Ja. Aber wie entscheidest du dich jetzt? Unsicher oder zuversichtlich? Also, nein. Okay. Ich schütte dir mein Herz aus oder sorg dich nicht um Caitlin. Ja, komm, mach zuversichtlich. Wir müssen ihr auch ein bisschen Trost spenden. Okay. Hey. Sorg dich nicht um Caitlin, sie ist zäh. Ich weiß. Tut mir leid, Nick. Ich bin abgelenkt. Lass uns erst die Nacht durchstehen, okay? Okay. Oh, jetzt ist er, jetzt, aber also, hä? Neugierig ist er schon. Verbittert? Ich verstehe dich nicht. Naja, neugierig, ne? Wir wollen sie ja nicht anpissen irgendwie. Naja, deswegen, ich hatte, aber ist eigentlich auch nicht so der richtige Zeitpunkt, glaube ich. Aber naja. Wir können ja trotzdem neugierig sein. Ich kann mich auch täuschen, aber ich hatte das Gefühl, dass wohl mehr zwischen uns beiden hätte passieren können. Nun, hättest du dir gewünscht, dass mehr passiert? Was? Bist du dumm? Hey! Warum bist du so aggressiv? Ich meine, bist du dumm? Natürlich wollte ich, dass mehr passiert. Ich war Alter, nicht sicher, ob du auch willst. Das scheint jetzt schon so lange her zu sein. Du hättest aber auch mehr gewollt? Sag's mir ruhig. Ja, glaub schon. Das sagst du nur, weil ich verletzt bin. Nick. Er hat doch gefragt, jetzt. Ja, also. Also, nee. Was ist denn da draußen los, Caitlin? Ja, ist halt nicht. Schon schaffst du mir das an der Schublade. Versteck dich. Los, beeil dich. Schon okay, ich schaff das. Okay, also sie rennt panisch weg. Also verständlich. Irgendwie. Oh mein Gott. Was ist los? Wo ist das Gewehr? Wir müssen hier raus. Nein, versteckt euch. Oh, so verstecken oder rennen? Rennen. Okay. Run, boy, run. Oh no. Was ist mit ihm los? Nicht doch. Warte. Plupp. Einmal kurz ausweichen. Oh, hab dich. Sie ist mein! Oh, sieht auch nicht gut aus. Nee. Das ist die Frage, soll ich das durchziehen oder soll ich das lassen? Ja. Jetzt ist es zu spät. Jetzt hab ich nicht zu spät.
Also grundsätzlich würde ich natürlich sagen, irgendwie zieht durch, aber ihr habt wahrscheinlich recht gehabt. Er ist mit irgendwas infiziert. Ja, zum Glück machen wir ihn jetzt nicht umgebracht, glaube ich. Aber er wird mit irgendwas, seine Augen hast du das ja gesehen, ne? Also. Ja, ja, ja. Wie beim Witcher. So, Dylan, Weg zu den Camphütten. Oh ja, ja, früher wurde das Ding sogar als echter Radiosender genutzt. Ja, aber auch da brauchst du Strom. Ich meine, technisch ginge das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Ja. Irgendwie schon komisch, dass die Kids früher Radio mitbringen durften. Ich meine, heute braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand von Technologie abgelenkt wird. Technologie, sie... Finde ich jetzt nicht verkehrt. Nicht nur, sie nimmt auch. Tja. Und ist das etwas, das du später mal machen willst? Camp-Radio? Ich meine, DJ oder Musik. Camp-Radio? Oh, ja, ich meine, ich mag Musik. Wir gehen weiter. Ich dachte an mein Studium der, Quantenphysik. Klar. Okay. Warte, was? Ja. Du wirkst nicht gerade wie ein Wissenschaftler. Nein, so wirkt er so, wirklich klar, nicht. Ich meine also nicht hier. Ja, man kann ja ohne Hülle, ne, oder eine Maske tragen. Ja, oh ja, ja. Aber ist das nicht anstrengend auf Dauer? Naja, gerade so eine zynischen Leute. Tut mir leid, das macht mich jetzt irgendwie neugierig. Was meinst du mit nicht hier? Nicht hier im Camp. Ich mache das zu Hause und hier bin ich... Bist du klugscheißer Klassenclown? so würde ich es nicht sagen, aber... Was? Okay, gut, vielleicht bin ich mal in eine peinliche Gesprächssituation hineingeraten und habe sie mit diversen Witzen ein wenig überkompensiert. Du trägst dazu bei. Ja, ich meine, die anderen mochten den blasierten Dylan. Und du? Magst du den blasierten Dylan? Wahrscheinlich nicht. Naja, wen interessiert's, Mann? Ist ja ganz cool. ich mag Dylan. Nun, schön, dass du hier bist, Dylan. Ich bin Ryan. Naja, eigentlich bin ich... Lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Ja, den mag ich. Das ergibt wirklich Sinn. Hast du das gehört? War das gerade ein Wolf? Es war ein Wolf. Oh. Okay. Wolf finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Das okay. Finde eher Necromorphs hier schlimmer. Ja, gut, wenn ich jetzt die Wahl der Qual hätte zwischen den beiden. Oh Gott, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. So, die Shooting Stars. Ja, stimmt. Ach, da waren wir doch schon mal. Leaderboard, Caitlin. Na, das kennen wir, Caitlin ist auf 35, ne? Beste Schützin der Gruppe. Genau, ne, wir waren noch hier, weil wir wissen noch, dass da hinten in der Ecke ist doch die Funkstation. Da waren wir doch auch. Und ein Raum ist offen. Wo Hasi ist. Ein Raum ist offen, wo Hasi ist. Oh, du willst jetzt nicht allen Ernstes, dass ich jetzt da hingehe, wo Hasi ist, oder? Wir können doch mal gucken, wo Hasi ist. Aha. Wie geht das? Also, wie kann die Funkstation Strom haben? Vielleicht hat die ein Notaggregat. Wow! Oh, scheiße. Willst du immer noch gucken, dass ich da gucken gehe, wo Hasi ist? Ja, ich würde sagen, steh nicht lange auf dem offenen Platz rum. Okay, komm, wir gehen mal ganz kurz hier in das Häuslein gucken, ob Hasi noch da ist. Hallo? Kann er nicht hoch? Doch. Ist nur, ne, auch ein bisschen... hakelige Bewegungsabfrage. So, kann ich hier... Hier müsste Hasi sein. Da sitzt oben. Hasi. Aber wir können ihn nicht nehmen. Oder? Echt? Warte, doch. Warte, da war gerade ein A. Gruselhasi. Okay, wir können ihn, glaube ich, uns nur angucken. Ja. Ja, der ist schon echt creepy. Was? Okay.
Guck mal weiter. Vielleicht haben wir ja hier noch was. Guck mal, hier, da so. Hier ist nämlich noch was. Guck mal. Was haben wir da? Ein Brief. Freakshow. Ah. Das hatten wir vorhin auch schon gehabt am Anfang, genau. Geht in Flammen auf. Mhm, okay. Ist denn hier noch was? Nö. Kann ich hier nochmal rechts? Okay, kann ich, aber da ist nichts. Warte mal, er hat gerade so zu uns geschaut. Sieht so aus. Na, wenn du jetzt zu uns läufst. Ja. Achso, der hat wahrscheinlich bloß in die Richtung geschaut, in die du mit dem anderen Stick lenkst, ne? Kann sein, ja. Hm. Ja, aber hier habe ich auch wirklich nichts zum interagieren. Okay, gut, genau. Alles klar. So, Ryan hat nice gewartet auf uns. Nehmen wir zu Ryan. Der Ryan. Meinst du wirklich, dass die einen separaten eigenen Stromgenerator? Warum sind da an dem ganzen Haus, siehst du das? Krallen, ja, Kratzer, schön. Somewhere's on the roof. Ich habe jetzt die Vermutung, wenn ich darauf drücke, wird er darauf klettern und versuchen, aufs Dach zu kommen. Na, oder er schaut sich die Kratzer an. Oh, oder Kratzer. Wir holen uns die Tarotkarte hier. Der Eremit. Der Eremit. Schauen wir mal auf den Eremiten. Der Eremit steht für Isolation, Einsamkeit, aber Reflexion dazu. Möglich wäre aber durchaus, dass der Eremit, der verfolgt, dich in Sicherheit führt. Doch das kommt ganz auf dein Handeln an, nicht seins. Ach, alle zweischneidige Schwerter irgendwie. Okay, so, achso, ja, den spiele ich ja, den Dylan. Da gehen wir einfach mal hier gucken. Den Dylan? Den Dylan? Kratzspuren. Oh, wir können mal kurz gucken. Große gezackte Kratzspuren an der Wand des Radioschuppens. Ey, müssen wir nachher wirklich Beweise sammeln irgendwie, die wir nachher irgendjemandem vorlegen, damit uns geglaubt wird? Vielleicht. Das wäre krass. Deswegen habe ich mit Emma ja auch ein Foto gemacht. Ding, ding. Sehr weitsichtig. Sehr weitsichtig. So, dann gehen wir mal gucken. Okay. Kommen wir jetzt da rein? Also haben wir einen Schlüssel dafür? Einen Moment noch, unsicher. Zuversichtlich, okay. Ja, also. Wir können. Oder? Doch, wir sind zuversichtlich. Ist alles okay. Okay. Ja, ja. Let's go in there. Ich gehe mal von aus, hätten wir jetzt das andere gewählt, hätten wir nochmal ein bisschen erkunden können. Wie er so einfach reinkommt und grinst. Wow, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Kettensäge, Kettensäge, die Kettensäge! Siehst du deine. Ach, da ist die Kettensäge! Ich wollte gerade sagen, wo siehst du deine Kettensäge? Ja, geil! Und was steht drauf? Groovy! Wie cool ist das denn? Wie geil ist das denn? Schöne Anspielung. Tut mir leid, wenn es dir hier nicht gefällt. Nice, Alter. Tanz der Teufel lässt grüßen. Okay. Super cool. Okay. Ich richte das kurz ein. Okay. Brauchen wir irgendwas hiervon? Ja, Mann, die Kettensäge! Die Werkzeuge? Nein. Mr. H brauchte mehr Lagerraum. Deshalb darf ich den Sender hier weiter betreiben. Kapiert. Wie weit reicht das Signal? Oh, das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon, tragbare Radios und so zu versorgen. Mhm. Das Ding reicht wohl so eine Meile. Okay, ja, gut. Das wird keine Hilfe sein oder interessiert. Woher kennst du dich damit aus? Ja, Benny, ist jetzt die Frage. Möchtest du jetzt hier eine Romanze machen? Wieso? Ah, irgendwas wieder da. Ja, genau, Kettensäge mitnehmen. Aber mit wegen der Shotgun schlechtes Gewissen machen. Naja, ja, man muss Prioritäten setzen. Da muss man Prioritäten setzen. Ich meine, wenn schon der Bruder von Sam Raimi, der Tanz der Teufel gemacht hat, hier mitspielt. Das ist nämlich der Cop. Benny, du kennst ihn wahrscheinlich aus Xenia, die Kriegerprinzessin? Nee. Es ist nicht der gleiche Schauspieler von von The Queen, der den Film danach gemacht hat? The Queen? Es gibt doch diese... Ja, nee, das ist Malik irgendwie von denen. Ich glaube... Herr Junge, Malik Ramek oder so, oder Rami, genau. Irgendwie so?
Ja, genau, richtig. Das ist aber nicht. Das ist der Bruder von Sam Raimi. Und Sam Raimi hat Tanz der Teufel gemacht. Wo diese Kettensäge halt groovy ganz wichtig ist. Ja, aber ich finde es gut, den Einwurf von Herr Junger zu sagen, so von wegen, hier fertig gemacht werden wegen einer Shotgun, aber bei einer Kettensäge, ja, das ist okay, Kettensäge können wir mitnehmen. Er kann natürlich jetzt nur aus der Vergangenheit ableiten und sagen, bis jetzt haben wir nur andere Leute erschossen und nicht mit einer Kettensäge ihr vierteilt oder irgend sowas oder zerlegt. Hm? Ah, ja, ist okay. Da gibt es doch keinen Präzedenzfall. So, aber die Frage ist, wollen wir jetzt irgendwie hier eine kleine aufkeimende Romanze zwischen den beiden machen? Weil dann müsstest du dich wahrscheinlich als interessiert irgendwie entscheiden. Ich würde mich sogar wahrscheinlich für interessiert entscheiden mit, woher kennst du dich damit aus? Damit er so ein bisschen Backstory erzählt, so was seine Hobbys sind, warum er da sich mit der Funktechnik auseinandersetzt und so weiter. Lass uns eine Kettensägen-Vergangenheit schaffen. Sehr nice. Woher kennst du dich mit all dem aus? Hab's irgendwie aufgeschnappt. Der YouTube. War irgendwie schon immer ein kleines bisschen zu hoch für mich. Nun, ich kann es dir beibringen, wenn du magst. Wie ein Kurs. Ja, es ist leicht, wie Klettern. Bin dabei, Prof. Also gut, wir müssen die Leistung irgendwie verstärken. Und zwar mit dem Teil hier. Die Staubsauger. Das ist ein Signalverstärker. Er sieht mitgenommen aus, aber ein Versuch ist es wert. Dann können wir mit der Außenwelt kommunizieren? Nicht ganz. Das hier ist kein Funkgerät. Also, wir können reden, müssen dann aber den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob irgendjemand eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Es muss wie ein Notfall klingen. Okay. Ja, man kann ja sagen, dass es ein Notfall ist, ne? Also, ja, klar. Nicht... Also... Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das ist ein SOS. Wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Und es gab einen schrecklichen Unfall, Angriff. Ist echt übel hier. Wir brauchen Hilfe. Hier ist ein Bärenschwarm und sie sind, überall. Viel zu lang. Hier sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut. Und ein paar von uns sind verletzt. Und, wir brauchen dringend Hilfe. Also bitte, hier sind, fiese Bären. Und, wir wissen nicht weiter. Ihr müsst uns helfen. SOS. Das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Das lief ja mal richtig und scheiße. Und gut? Sag schon. Bärenschwarm? Ja. Ich schwärm bloß. Ja, ich bin halt Profi. Was? Oh mein Gott. Na gut, ich sollte den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Okay, also, ja klar. Ich meine, ich gehöre nicht ganz zu den Funkern, aber hat er das jetzt aufgenommen und spielt er das in so einer Dauerschleife ab oder hat er jetzt nur einmal dieses Signal gesendet? Oh je. Lol. Oh shit. Okay, wir sehen ihn, er sieht uns. Wie schön. Und es interessiert dich nicht wirklich. Aber keine Ahnung. Es interessiert ihn nicht, Benny. Was hat er? Hat er gesagt? Warum nicht? Weiß nicht, Moment. Zwei sind im Radioschuppen bei den Hütten. Und der Rest von ihnen ist verschollen. Ist Bobby und sein Vater? Ist Bobby und sein Vater? Wir haben uns gemeint. Scheiße. Rügend, wir wissen nicht, ob sie uns meinen. Ja, die wird so safe, also, haben die uns gemeint. Oder? Ja, ja. Ja. Also, komm, nee. Besorgt! Oh, scheiße, die haben uns gemeint. Fuck, ja. Fuck, was für eine Scheiße, Mann. Wie? Wir haben's verraten. Im verdammten Radio. Fuck! Ja, das ist richtig. Mhm. Die wissen, wo wir sind, Mann. Wir müssen hier weg. Hey, nicht durchdrehen, okay? Lass uns Caitlin und die anderen suchen, okay? Okay, ja. Aber nimm die Kettensäge mit!
nicht, dass da draußen was ist. Das Licht geht wieder, oder was? Oh. Fick dich, oder? Ich war nicht sicher. Ja, Dylan ist halt, Quatsch, Ryan ist halt suspekt. Ja, deswegen ist jetzt die Entscheidung, ich würde sagen, Herr Junger sollte doch vielleicht mal sagen, mit der Shotgun, ne, wofür Chat sie sich entscheiden. Entscheidung, Chat-Entscheidung, aggressiv oder entschuldigend, was sollen wir tun? Aber Ryan ist wirklich so strange, also ich verstehe nicht, warum, also, nee. Ja, die Intention ist schon schwer nachvollziehbar, ne, irgendwie, warum man das macht. So, Amron ist am Start wieder, entschuldigend. Okay. Haben wir hier? Ich raff gar nicht, was passiert. Nicht, was passiert ist. Ja, okay. Na dann, entschuldigend. Okay. Ich war nicht sicher, Mann. Fuck, was war das, verdammt? Ich weiß es auch nicht. Ja, was macht ihr jetzt? Bleibt ihr jetzt da drin und... Naja, klar. Wird, euch, oder? Also ja, gut, wird ja erstmal was vor die Tür schieben oder irgendwas. Aber ey, Fenster, alles, Brian? Das ist. Nimm mal das Gewehr erstmal von der Schulter. Die sind auf dem Dach. Ist das ein Bär? Ja, ganz sicher ist es ein Bär. Er hat auf dich gehört. Ja, er ist ein guter Ryan. Moran ist die ganze Zeit dabei, zu faul in mein Zimmer zu latschen. Sehr schön. Guter Mann. Okay. Soll ich auf irgendwas schießen? Auf was willst du schießen? Ja, du siehst ja immer vom Staub her die Bewegung, wo die ungefähr sind, die Position. Ja, aber prinzipiell irgendwie, wenn wir uns ruhig verhalten, ist das nicht verkehrt. Achso, das ist ja auch meine Entscheidung. Verdammt, ich vergesse ja gerne, dass das mein Charakter ist. Vor allem, dann wissen die Viecher auch nicht, wo wir sind. Nee. Was? Caitlin, Abby und Nick, sie kommen den Weg rauf. Oh nein. Oh, Mann, Taschenlampe, warnen! Warnen! Wir müssen sie warnen. Ja, SOS weiter? Mit der Taschenlampe. Oh, hast du ja, recht? Okay, ja. Ja, ja, sag, sie sollen sich verstecken. Ah, oder über die Lautsprecher? Oh. Fuck, nein! Tja. Was denn nun? Er ist runtergesprungen. Drück die Taste. Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude, kommt nicht hier rauf. Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens. Geht in eine Hütte, los, schnell! Ah, zum Glück haben wir ja ganz am Anfang mit Emma die Tür eingetreten. Ja. Oh, ah, das sind halt die Verzweiflung. Und ja, es ist aber auch, die Tür ist nicht verschließbar. Stimmt. Ist auch ein bisschen semi-gut. Weg aktualisiert. Ah, okay, nee, doch. Gibt doch eine Tür. Ja, aber die können die auch nur wahrscheinlich zuhalten. Zuhalten, ja. Aber hey, wir haben Betten, was wir da vorschieben können. Ah, stimmt auch wieder. Ja, sind die verkackte Kettensäge, Mann! Okay, können wir irgendwas tun? Wir töten es. Weiß ich nicht. Also töten, glaube ich, wird schwierig, ja, weil ich gehe nicht davon aus, dass die so verwundbar sind wie normale Menschen. Das ist nur eine Theorie. Und deswegen sage ich, ist ja mein Charakter hier, eine Ryan, wir sind ein bisschen verzweifelt, würde ich sagen. Können wir irgendetwas tun? Können wir denn gar nichts tun? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Tier, richtig? Ich meine, vielleicht können wir es verjagen. Ja, wenn es ein Gehör hat. Ich meine, wie ein Hund. Ich meine, wir könnten eine hochfrequente Rückkopplung durch die Lautsprecher jagen und aufdrehen. Und ich meine, das wird richtig schmerzhaft. Was soll's? Ja, dann hältst du die Uhren angespannt. Wir töten es. Nee, ich finde die Idee gar nicht so verkehrt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, ich bin dafür. Tu es. Okay, Feedback, Friends. Let's do it. Okay, komm, Dylan. Du schaffst das. Ja, aber irgendjemand muss das Mikro an die Boxen halten. Wo ist denn... Jacob? Jacob irrt irgendwo noch nackig mit einem Ballermann durch den Wald. Mach schon. Ruhig, dreh nicht durch. Okay, komm, wir versuchen ihn ein bisschen zu beruhigen. Ne? In so einer Situation ist es nicht gut, irgendwie noch weiter Stress auszuüben. Hey, dreh jetzt nicht durch. Du schaffst das schon. Okay. Genau. Jetzt kurz mal, sag mal, warum hatten er die Knarre? Hat die nicht Jacob gehabt? Jacob hat die doch gehabt. Irgendetwas. Nee, die haben die doch jetzt bei Age gefunden. Was? Die Jacob? Haben sie der Asiatin gegeben.
Die haben sie Caitlin gegeben. Leichter Anschlussfehler hier. Guck mal. Aber Jacob hat doch nie eine Waffe mitgenommen, glaube ich. Doch, Herze, da hast du nur noch gesagt, loslassen. Ja, loslassen hat er sie gegen das Gesicht bekommen und dann ist sie aber auf den Boden gefallen, glaube ich. Ach so? Ich glaube, ja. Das war nicht gerafft. Also mir ist wie, er hat die eigentlich mitgenommen. Und hat halt bloß irgendwie daneben geschlagen. Aber das Schöne ist, da müssen wir uns unser Video einfach nochmal angucken. Oh, Scheiße. Oh, nicht gut. Wir haben den nächsten Infizierten. Nimm die Kettensäge. Jetzt nimm die Kettensäge und schneid den Arm ab. Verängstigt, vergiss es, verzweifelt, halt einfach halt durch. Halt einfach durch, verängstigt, vergiss es. Verzweifeln. Fuck. Okay. Kettensäge! Kettensäge, ja! Kettensäge, Groovy! So, jetzt machen wir... Kettensäge. Die Hand war ein Hexer. Muss das sein? Ja, tu es einfach, tu es einfach. Ruby! Ah, und nochmal eine sensationelle Anspielung auf. Jawoll, Ruby, tu. Oh, Scheiße. Aber auch wie Ash damals. 1A, die Hand erstmal abgesägt mit der Kettensäge. Großartig, was für eine geile Anspielung. Nur eine Fleischwunde. Hol das Kabel. Was? Du musst es abbinden. Naja, das deswegen der Kabel. Ja. Ey, sorry Leute, dass ich das hier gerade so feiere. Das ist eigentlich echt übel. Aber ich feiere gerade diese Easter Egg so dermaßen. Was muss ich tun? Taste, die Taste. Was? Feedback, Lautsprecher war. Aua. Hat gereicht. Gut abbinden, gemacht, Mann. Kurze Frage: Die Infizierung war schon im Arm und er schneidet die Hand ab. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil die war nämlich schon im Unterarm. Oh, stimmt. Oh, fuck, meine Hand. Richtig. Oh. Also Arm wäre jetzt ein bisschen heftig gewesen irgendwie. Aber ja, ich hätte theoretisch gedacht, den Unterarm, dass er den cuttet eigentlich. Idee. Laut Zombie-Regel hast du recht. Hast du recht, Imran. Ja, jetzt gehen sie einfach wieder raus und ist es sicher? Dylan steht da einfach easy going, oder was? Ja, ist ja auch alles halb so schlimm. Ist doch bloß eine Hand, Mann. Kann man nochmal abschneiden. Ja. Mit der Kettensäge. Also wenn sie alle so ruhig sind, können wir auch sagen, hier fürs Erste ist schon. Ich denke schon, fürs Erste. Einer der Jäger hat uns erwischt. Ach, Scheiße. Coole Fucker, der Typ, Alter. Wir sind ihn auf dem Weg losgeworden. Ist der Notruf raus? Ich glaube schon. Zombie-Regel? Gut. Fragezeichen? Mann, die Zombie-Regel, Alter. Wenn du gebissen wirst, irgendwie, musst du sofort das Körperteil abtrennen, damit sich der Zombie-Virus nicht in dir ausbreitet. Deswegen ist es ja so blöde, wenn du halt in den Körper gebissen wirst, also in den Torso. Auch nicht. Bein ab. Nicht weh. Hand du stehst ab. Schock. Wie du vorhin schon richtig erkannt hast. Scheiße. Arm. Hat ab. Das Ding das getan? Nein. Zombie-Riegel. Nun, so ähnlich. Wow. Caitlin, wo ist dein Gewehr? Hab's verloren. Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger. What the fuck? Hat sie auf uns geschossen? Wow, wer ist sie denn? Wer ist da? Sie? Atmet schwer. Wer war sie? Sollten wir ihr folgen? War das Claire oder Zombie? Zombie? Ich meine Zombie, nicht Zombie, verstehe ich jetzt nicht. Oh, Scheiße, Dylan, was ist das? Oh oh. Oh mein Gott. Der Pool ist ab 8 Uhr gesperrt. Also es gibt nur noch einen, der mit Unterhose rumrennt. Oder rumrannte. Ja, aber warum sollte der jetzt tot im Pool sein? Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Du hast gerade so geschmunzelt. Kannst du mit Zombie was anfangen? Ich kenne YouTuber Zombie. Falls Emran den meint. Der heißt so.
Ich weiß nur nicht, also ich kenne den einen, aber ich weiß nicht, was denn der Special-Regeln hat oder so. Oder haben wir jetzt Jacob verloren? War das der Jacob, der da rumgeschwommen ist? Was? Oder was? Ich weiß nicht, also ich vermute ja, aber mir fehlt die Backstory dazu. Aber vielleicht kommen wir ja noch dazu. Vielleicht gibt es ja nochmal so einen Rückblick. Die Sicht aus Jack, was mit ihm passiert. Willkommen. Gibt wohl wieder weniger Gewürm auf der Welt. Lass uns doch mal sehen. Haben wir ja eigentlich schon mal angesprochen, irgendwie, dass alle Schränke bei ihr und Regale voll mit Totenschädeln sind? Schauen wir mal auf nee. Den Eremiten. Da haben wir noch nie drauf, da sind wir nie drauf eingegangen. Oh, gerade nicht fragwürdig. Aber Reflexion dazu. Möglich wäre aber durchaus, dass den meine ich. Der Eremit, mein favorisierter YouTuber, wollte mir einen Wortwitz machen, fühlt. Aber leider. Eigentlich nicht. Benni hat ihn verstanden. Ich nicht. Sorry. Nicht seins. Oh. Wenn ich darf, zeige ich dir mehr. Wäre das in Ordnung? Show me more. Hast du gesehen, wie sie noch am Ende so leicht suffisant geschmunzelt hat? Ja, das ist mir genau. Nicht entgangen. Aber wir wollen natürlich wie immer mehr sehen. So, jetzt schön aufpassen. Mal kicken mal. Ich gehe schon mal nicht mehr zu, das Auge. Oh. Da hört er sich an wie eine Bärenfalle oder so. Und es war Jack. Wir blicken nur allzu gerne in die Zukunft. Dabei birgt auch die Vergangenheit große Geheimnisse. Vergiss das lieber nicht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bleib hier. Ich warte auf dich. Ich bleib hier. Ich warte auf dich.